Grand Prix Eurovision 1982 mit Nicole. Meine Damen und Herren in der Bundesrepublik Deutschland, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, einen späten Abend hier in Harrogate. Wir feiern. Das Team der Bundesrepublik hat zum ersten Mal den Grand Prix gewonnen und wir wollen Ihnen jetzt in einem kleinen Interview einen kleinen Bericht geben. Hier sind die Geister noch am Diskutieren, ob wir in der Bundesrepublik zu sehen sind oder nicht. Die Herren in der Tiefe meinen nein, die Regie oben meint ja, aber was macht es? Hier stehen so viele Leute, die strahlen und glücklich sind. Und sie freuen sich ein bisschen mit unserem Team, denn es ist ja ein langer Weg, 27 Mal die Koffer packen und zu einem Ziel fahren, um dann eventuell die Chance zu haben oder nicht. Und ein Zweiter zu sein, ist ja nun eine nicht so schöne Sache. Erster 1982 hier in Harrogate. Nicole, das Lied Der kleine Frieden hat das große Glück gebracht. Ja, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hab's einfach gesungen und auf das Ergebnis gewartet. Wir haben da gesessen und so gezittert. Und als wir dann gewonnen hatten, das hat man ja gesehen am Bildschirm. Ralf Siegel. Viele Lieder wurden für den Grand Prix geschrieben, aus der Küche Bernd Meinunger und Ralf Siegel, aber jetzt hat es geklappt. Wir sind so glücklich und ich glaube, es hat auch daran gelegen, dass uns alle die Daumen gehalten haben und ich möchte mich bei allen, die zu diesem Sieg im Endeffekt mitgeholfen haben, seien es unsere Freunde, seien es die Familie und sei es besonders auch meine Mutter und meine Familie, herzlich bedanken. Jetzt muss ich aber mal aufstehen und hier ist die Band, die mitgespielt hat. Hier wird ja nicht gemogelt, es wird Live-Musik gemacht. Ihr habt tapfer gespielt, viel geprobt, eine Woche lang. War heute Abend die Stimmung, die Meinung, dass um 21 Uhr das eine Chance ist, dass das klappen könnte? Das hat einfach unwahrscheinlich Spaß gemacht, heute Abend hier zu spielen. Und eine Chance kann ich nicht sagen. Ich war einfach froh, hier dabei zu sein. Bernd Meinunger hat den Text gebastelt. Wie geschieht eigentlich so ein Spiel in einer Welt, wo sehr viel Englisch gesungen wird, dass man mit einem deutschen Lied die Chance hat? Eine tolle Sache. Wo ist euch das Lied denn eingefallen von dem bisschen Frieden? Ich hätte es uns spät abends zu Hause eingefallen. Wir haben darüber gesprochen, was bewegt uns, was kann andere Menschen auch bewegen. Und da fiel uns das ein, dass das Thema ist, was alle Menschen im Moment bewegt. Und deswegen haben wir das Lied geschrieben. Der Dirigent gehört auch dazu. Hier ist er live. Die Dirigenten sprechen ja ein bisschen weniger, aber wie ist das eigentlich? Da sitzt nun ein Riesenorchester, wird das eigentlich voll ausgenutzt, wenn man die Arrangements schreibt oder beim bisschen Frieden ist wahrscheinlich auch nur ein bisschen Musik. Es ist so, ein Arrangement muss immer das Lied unterstützen, die Atmosphäre des Liedes wiedergeben. Und ich hoffe, dass es uns doch einigermaßen gelungen. Wir freuen uns wahnsinnig hier, dass wir da hier so gut abgeschnitten haben. Wir vom Bayerischen Rundfunk freuen uns auch, dass Nicole diesen Erfolg hat, denn sie ist bei einem Nachwuchswettbewerb des Bayerischen Rundfunks zum ersten Mal vor die Kamera gekommen. Und Nicole hat man nun in allen erdenklichen Varianten schon gesehen. Aber die Nicole soll jetzt mal mitkommen zu ihrem Papa und ihrer Mama, die hier drüben stehen. Und da ist noch der Produzent, aber erst mal die Eltern. Ich glaube, die kriegen jetzt einen Bussi. Haben Sie es geglaubt? Ja, war schon gemacht, ja. Was sagen Sie denn? Haben Sie richtig Angst gehabt? Nein, überhaupt nicht. Gar keine Angst. Ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Ist nicht ein bisschen geschwindelt jetzt? Ist nicht ein bisschen geschwindelt? Nee, gar nicht. Schön alles mitgeschrieben. Und der Vater auch nicht? Also ich muss sagen, ich war hier in Harrogate ruhiger und gelassener wie in München. Wie war es bei der Nicole, wenn ich das jetzt noch zwischen mal reinfragen darf? Ich war vorher ganz ruhig, war ganz gelassen, habe meinem Auftritt entgegengesehen, ganz ruhig. Aber als ich fertig war und den großen Applaus habe ich auch gespürt. Und ich war in dem Moment sicher. Und als ich nachher auf der Bank gesessen habe, wo jede Minute die Kamera auf einen zeigt und die Wertung losging, dann saßen wir so, jeder hatte das andere Hand in der Hand und wir saßen so. Und dann zum Schluss war es eindeutig und wir haben uns sehr gefreut.
ist denn das eigentlich, wenn man da so rausgeht? Wir stehen hier nun auf einer Bühne, wo ich eigentlich mich nicht zu bewegen habe. Denkt man an diese 300 Millionen Fernsehzuseher? Denkt man an die 200 Millionen Rundfunkhörer? Ich habe vor allen Dingen an die gedacht, die mir die Daumen gehalten haben. Und das war ganz besonders meine Familie, die zu Hause jetzt am Fernseher sitzt und mir jetzt zusieht. Es ist meine kleine Schwester, es ist der Winfried, der Werner und die Omi sitzt am Fernseher und der Opa liegt im Krankenhaus und guckt auch Fernsehen. Bei dem werden jetzt alle am Bett stehen und ihm gratulieren. Und mein Bruder sitzt auch zu Hause und alle, die mir die Daumen gedrückt haben, für ganz Deutschland. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir so viel Hilfe gegeben haben, das hier heute Abend zu machen. Jetzt wollen wir aber einen Satz noch mit den Leuten, die die Nicole gefunden haben, sprechen. Sie sind, Herr Jung, der Entdecker. Ich bin natürlich ungeheuer glücklich, nach 1,5 Jahren das Mädchen so weit zu haben, wie sie heute ist. Mit Fliegen zu hoch, mein kleiner Freund, ging es ja schon sehr, sehr gut an. Aber wo wir heute sind, das ist ein Traum. Ich kann nur davon träumen. Nach 1,5 Jahren, dank Ralfs Mitarbeit, sind wir heute so weit. Dem wollen wir jetzt auch gleich nochmal was fragen. Ralf Siegel, wie ist das eigentlich? Bugs Fizz im letzten Jahr hatte ein Lied mit einem englischen Text. Das ist jetzt ein Lied zum ersten Mal mit deutscher Sprache. Wie weit kommt unsere deutsche Sprache in die anderen Bereiche der Welt, in die anderen Grand Prix-Länder? Oder wird da eben mit den fremdsprachigen Fassungen, die es inzwischen gibt, ein bisschen nachgeholfen? Wir haben eine spanische, eine englische, eine französische, eine holländische Version gemacht und ich glaube, das hilft natürlich zum Verständnis des Liedes bei. Und Nicole hat ja schon angedeutet, dass es in allen Sprachen gesungen hat. Und ich finde, dass in so einem Moment, nachdem man gewonnen hat, dann noch das in all den Sprachen zu singen, das ist schon toll. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, weil die Melodie klingt wahrscheinlich auch in anderen Sprachen sehr gut. Ich empfinde es einfach ein großes Glück, ein Mädchen zu haben, das in so vielen Sprachen eben singt. Wie viele Lieder haben Sie denn für deutsche Grand Prix-Vorentscheidungen im Laufe der vielen Jahre, wo Sie mitmachen, geschrieben? Das sind unzählig viele gewesen, aber ich bin nun beim 7. Mal dabei gewesen und das in 12 Jahren. Und ich glaube, es ist schon das glückliche 7. Mal und es ist einfach wunderbar. Wir müssen uns das vielleicht mal ansehen. Wir haben, glaube ich, die Kamera gerade hier. Das ist also dieser Gegenstand, der, naja, wie viel wiegt er? Nicht zu viel, aber der Schweiß und die Aufregung wiegt ein bisschen mehr. Da wird schon viel Nervenkraft auch verloren. Ich kann mir vorstellen, wenn man da so auf einem Stuhl sitzt und das ist natürlich schon eine harte Sache, wenn das mit der Tafel losgeht und die Punkte da purzeln. Das bewegt einen innerlich sehr, zumal wenn es mit 12 anfängt und dann mit Luxemburg mit 0 gleich weitergeht, dann ist das natürlich ein Hin und Her, heiß und kalt. Aber ich muss sagen, dank unserer Mitarbeit von allen hat es also so gut geklappt und ich freue mich eben auch für Bernd und mich heute Abend. Wir beginnen jetzt aufzuhören hier in Harrogate, denn wir wollen jetzt feiern. Jetzt gibt es sicherlich viel Whisky, Bier, Champagner, der über den Teich von Frankreich rüberkommt. Das wird sicherlich eine lange Nacht. Wir wünschen Ihnen in Deutschland, in der Bundesrepublik, aus England, aus Harrogate, ein Dankeschön fürs Dabeisein in dieser späten Stunde. Auf Wiederhören. Gute Nacht.